Ich zeige dir heute zwei Methoden, wie du Audiodateien in MIDI-Events umwandeln kannst. Eine zeige ich dir in Logic direkt und falls du Logic nicht hast, zeige ich dir noch eine andere Methode mit einem Plugin von einem Drittanbieter. Außerdem zeige ich dir zwei richtig coole Shortcuts für Logics Piano Roll Editor, die du wahrscheinlich noch nicht kennst. Also bleib dran! Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist, auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Falls du noch schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt und jetzt geht's los. Nehmen wir mal an, du hast hier eine Audio-Melodie oder eine Audiospur und die Melodie gefällt dir gut und du möchtest aber gerne, dass diese Melodie jetzt einen Synthesizer anspielen kann aus deiner DAW oder einfach ein anderes Instrument. Dann gibt es jetzt eine Logic-interne Möglichkeit, die ich dir als erstes zeige und wie gesagt nachher die Möglichkeit mit einem Plugin von einem Drittanbieter. Also in Logic selber habe ich mir jetzt hier einen Loop reingezogen von Jazzy. Jazzy ist ein Loop direkt aus Logic selber und der klingt so. Bada, 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 bada. Bada, 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 bada. Ich möchte also diese Melodie, die sie singt, jetzt als MIDI-Event vorliegen haben, dass ich damit einen Synthesizer ansteuern kann. In Logic selber geht das so, indem du einfach Flex Pitch anwendest. Das ist der ganze Trick. Hier habe ich Flex Time jetzt und du gehst hier oben auf Flex Pitch. Damit kannst du eigentlich Tonhöhenveränderungen vornehmen oder Tonhöhenkorrekturen. Ähnlich wie bei Melodyne oder bei Autotune vornehmen. Du siehst hier also jetzt hier schon so MIDI-ähnliche Spuren. Das sieht so aus. Und jetzt kann man das hier mitverfolgen, was sie singt, die Noten. Bada, 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 bada. Ja, sieht schon so MIDI-ähnlich aus. Um sowas jetzt zu machen, mache ich ganz gerne so, dass ich den Spuren so ein bisschen das Leben entziehe, das nicht so viel Vibrato ist, weil ich muss dazu sagen, diese Methode ist keine perfekte Methode. Du hast danach nicht gleich, wirst du gleich sehen, nicht gleich perfekte MIDI-Events, sondern du musst immer auch noch ein bisschen nacharbeiten. Das heißt, ich markiere jetzt erstmal alles und entziehe diesen Events hier so ein bisschen Leben, indem ich einfach das Vibrato rausziehe, damit einfach, dass die Maschine hier die Töne besser erkennt oder besser richtig erkennt. Ja? Wenn ich das gemacht habe, kann ich hier noch eine Tonhöhenkorrektur machen, eine Pitchkorrektur, einfach hier auf 100% ziehen, ja, dass sie genau hier einrastet, weil ein Mensch singt ja auch immer ein bisschen flat. Ja, alles, was ich jetzt noch machen muss, ist einfach MIDI-Spur aus Flex-Pitch-Daten erzeugen. Und das war's schon. Jetzt sind wir mal gespannt, was uns Logic daraus jetzt gezaubert hat. Und das ist Jazzys Melody in dem Grundinstrument hier in Logic im Classic Electric Piano. Bada, bada, bada. Und du siehst, hier gibt es schon ein paar Problemchen. Er hat zum Beispiel nicht erkannt, dass sie hier zwei Töne singen. Er singt hier nur. Ja, ich mache das einfach mal eine Oktave höher, dass wir ein bisschen besser hier zuhören können und das vergleichen können mit der anderen Stimme. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, wie gesagt, hier singt sie zwei Töne. Das versuche ich jetzt mal manuell nachzubearbeiten. Das heißt, ich gehe einfach rein und mit meinem Schneidewerkzeug schneide ich jetzt mal hier. Das ist übrigens bei allen längeren Tönen so. Na, der nicht funktioniert. Hier nochmal. Und so muss ich jetzt hier in Logic selber eben etwas nacharbeiten. Und die ziehe ich dann auch ein bisschen kürzer. Das hier ist wahrscheinlich ein Atmer. Das sehe ich hier schon visuell, dass das nicht hinhaut. Dann siehst du, wenn die Noten so schleifen, wenn sie die hier ansingt, da arbeite ich auch nach. Die brauche ich auch nicht. Und so arbeite ich mich jetzt langsam, aber sicher eben einfach vor und zerschneide die Noten, arbeite ein bisschen nach. Das ist ein Prozess, der dauert manchmal länger, manchmal dauert er kürzer. Und jetzt kann ich hier auch noch ein bisschen nacharbeiten, kann die Noten kürzer ziehen. Dann klingt es jetzt schon so. Und so weiter. Off-Camera mache ich jetzt die Sache fertig und dann hören wir uns das nochmal an. So, ich bin fertig, ich habe nachgearbeitet. Ein paar Minuten hat die Sache schon gedauert jetzt und dann klingt das so. Naja, das war's jetzt schon. Jetzt kann ich Jazzy hier muten. Wir können Flex Pitch ausmachen. Und jetzt kann ich diese Melodie einfach auf einen Synthesizer meiner Wahl ziehen. Ich habe mir hier von Diva einfach ein Melodic Patch rausgesucht und dann habe ich die Melodie hier drin und kann auch ein Arrangement dazu laufen lassen.
Ja, wenn ich jetzt mein Arrangement hier dazu laufen lassen möchte, merke ich noch, dass es die falsche Tonart ist. Ich glaube, ich muss hier transponieren. Ich schätze mal, es ist E. Dann sollte es passen. Okay, es geht relativ zügig, du brauchst aber ein paar Minuten einfach, um hier nachzuarbeiten, aber es ist nicht unmöglich. Ich muss auch noch dazu sagen, dass du in Logic selbst auch auf monophones Material beschränkt bist. Das heißt, du kannst nur einstimmige Melodien hier in MIDI-Events umwandeln und kein polyphones Material wie zum Beispiel Harmonien, Klavierakkorde, Gitarrenakkorde. Das geht nur mit einem Plugin von einem Drittanbieter, bis jetzt zumindest, und das zeige ich dir jetzt mit Melodyne. Wir nehmen mal hier diesen Brass-Sound hier. Okay, den möchte ich jetzt als MIDI-Events vorliegen haben, dass ich den auch wieder irgendwo in ein anderes Instrument reinziehen kann. Dazu lade ich mir Melodyne rein. Das ist hier bei meinen Drittanbietern. Und es gibt Melodyne Ara und es gibt Melodyne. Bei Melodyne Ara musst du, liest er dir sofort ein, ohne dass du es durchlaufen lassen musst. Aber da nicht alle Melodyne Ara haben, mache ich es jetzt einfach mal so. Wir gehen hier auf Transfer und lassen die Melodie laufen und dann liest er uns das, oder die Akkorde lassen wir laufen und dann liest er uns das auch schon ein. So, das war's schon. Und was oft passiert ist jetzt, da ich vorher den Algorithmus nicht verändert habe, jetzt siehst du, dass wir hier keine Akkorde haben und dazu muss ich einfach den Algorithmus verändern. Ich möchte es mehrstimmig haben, es gibt mehrstimmig gehalten und mehrstimmig abklingend. Abklingend ist, wenn ein Akkord abklingt, wie zum Beispiel bei einem Klavier, ne, wenn der kein so langes Sustain hat, oder auch bei einer Gitarre, bei einem Gitarrenakkord, der nur angeschlagen wird. In diesem Fall haben die Noten aber langes Sustain und deswegen gehe ich auf mehrstimmig gehalten. Fragt er mich schon neu erkennen. Und schwupps, jetzt habe ich tatsächlich meine Akkorde hier vorliegen. Ich muss mal vergrößern. Und du siehst schon, wir haben jetzt akkordmäßig hier was vorliegen. Es ist also polyphon, aber auch noch nicht perfekt. Alles, was ich jetzt noch machen muss, das ist bei Melodyne wirklich super einfach, ist die Sache hier als MIDI zu sichern. Das siehst du hier oben. Ich gehe also als MIDI sichern und das mache ich auf dem Schreibtisch. Ich nenne das jetzt einfach mal MIDI und dann können wir es wieder ins Projekt reinziehen. So, hier ist unsere MIDI-Datei und du siehst schon, es ist natürlich auch nicht perfekt, weil das waren eigentlich gehaltene Akkorde und die Akkorde jetzt klingen so. Nicht so ganz das, was wir wollen. Also wir haben ja zwei Akkorde oder drei und jetzt zeige ich nur noch einen coolen Trick, wie du das schnell verändern kannst hier und das ist in Logic mit dem Glue-Werkzeug. Also ich kann hier einfach drüber fahren und kann diese Noten, weil ich weiß, das ist ein Akkord hier, kann ich jetzt direkt verbinden. Ich habe mir das als Rechtsklick-Werkzeug angelegt, ich gehe jetzt hier auf Glue und schwupps schon habe ich alle Noten hier in der gleichen Länge. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht, oder? Aber es gibt in Logic noch einen cooleren Trick, und zwar, wie du alle oder mehrere MIDI-Events schnell auf die gleiche Länge ziehen kannst. Und der ist, wenn du einfach Shift und Alt gedrückt hältst, ja, Shift-Option gedrückt halten. Ich quantisiere es vielleicht vorher nochmal kurz, dass wir die gleichen Startpunkte haben. Jetzt ziehe ich an einer Note und du siehst, dass alle die gleiche Länge haben. Das ist nicht schlecht, oder? Und jetzt muss ich nochmal gucken, was für Akkordwechsel hier kommen. Okay, also hier haben wir noch einen Akkord, gleiche Vorgehensweise. Erst Glue-Werkzeug einsetzen und dann kann ich hier wieder Shift-Alt gedrückt halten, die Akkorde auf die gleiche Länge ziehen. Ja, war es richtig. Erstmal quantisieren und wieso was und wieder auf die gleiche Länge ziehen. Ja, das könnte ich jetzt mit dem letzten Akkord auch noch machen und dann haben wir unsere ganzen Akkorde so, wie wir sie haben möchten. So kannst du Audiodateien in MIDI-Events umwandeln. Kennst du noch eine andere Methode oder hat deine DAW eventuell eine Methode, wo sie auch polyphones Material mit umwandeln kann? Das würde mich interessieren. Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir noch viele schöne Sommertage und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!